Hi Leute, hier ist Kai von Schwarz auf Weiß. In diesem Video will ich euch mal zeigen, was alles an neuen Büchern bei mir eingezogen ist. Ich sage das ja oft, dass Bücher auf total unvorhersehbare Arten und Weisen zu einem kommen. Und was bei mir so angespült wurde, da schauen wir jetzt mal rein. Eigentlich darf ich gar nicht sagen, dass das ein Neuzugang von mir ist. Das war nämlich ein Valentinstagsgeschenk und ist bisher noch ungelesen. Es ist das offizielle Begleitbuch zu Stranger Things. Zumindest Staffel 1 hat uns wahnsinnig gut gefallen, aber Staffel 2 war ein bisschen schlechter. Was mir in der Serie besonders gut gefällt und an diesem Buch auch, ist dieser Retro-Look. Es sieht alles so ein bisschen abgeschrabbelt, extra abgeschrabbelt aus, ein bisschen Vintage-mäßig. 80er-Style, hier sind Karten drin, ein Haufen Fotos und anderer Stuff. Verkürzt so ein bisschen die Wartezeit, bis es irgendwann mal weitergeht. Kam auf jeden Fall sehr gut an und da freue ich mich jetzt auch aufs Lesen. Das hier wurde mir geschenkt zum Geburtstag. Der ist jetzt schon ein bisschen her, also ihr braucht nicht mehr gratulieren. Ist aus dem Kass Verlag. Ihr seht, es ist noch eingeschweißt, solange es noch Einschweißfolien gibt im Buchhandel. Diese Novelle heißt Die Rache und da geht es um eine Begegnung oder um einen jungen Mann, dessen Vater von Miyamoto Musashi, dem legendären Samurai, umgebracht wurde und der kommt in eine Situation, wo alle glauben, dass er jetzt Rache nehmen wird. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich noch nicht so genau. Auf jeden Fall wollte ich mir dieses Buch sowieso kaufen und jetzt wurde es mir, wie gesagt, zum Geburtstag geschenkt. Absoluter Volltreffer und ich freue mich wie Bolle, das jetzt noch zu lesen. Dann habe ich mich selbst beschenkt, nämlich als ich für das Börsenblatt auf Buchhandlungsreise war. Bei Anna Rahm in Ravensburg habe ich mir unter anderem dieses Buch hier mitgenommen, aus dem Konkursbuchverlag, heißt Über Bücher und hier erzählen einen Haufen Leute über Bücher und über die Buchbranche. Vielleicht habe ich schon mal erzählt, ich sammle Bücher zu diesem Thema und werde da auch irgendwann mal ein extra Video zu machen. Dann hat Anna Rahm, die ich gerade erwähnt habe, mir auch noch ein Buch geschenkt. Dieses dicke Buch ist ebenfalls ein Buch über Bücher und über Klassiker. Ihr seht hier den Autorennamen, vielleicht Tobias Blumberg. Das ist der Sohn des berühmten Philosophen. Ein absoluter dicker Wälzer. Ich lehne es mal rein. Das sind ja 800 Seiten mit Register- und Quellenangaben. Wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis ich zum Lesen komme, aber dann mit Genuss. Dann wollte ich mal zeigen, was sonst noch so bei mir angespült wird. Das hier war mal für das Börsenblatt. Haben wir mal eine Strecke über Druckereien gemacht und was die sich so einfallen lassen. Für dieses Buch von Sebastian Fitzek hatte der Verlag extra mal einen Umschlag machen lassen. Ja, da taucht dann auf einmal so eine Hand auf, super spooky. Naja, das Besondere an diesem Buch ist, dass es ein Dummy ist, also die Seiten sind leer. Dem Verlag ging es nur darum zu gucken, ob dieser Umschlag so funktioniert. Die haben uns das zum Fotografieren zugeschickt. Jetzt liegt das bei mir rum, muss mal schauen, ob ich das entweder zurückschicken werde zum Verlag oder vielleicht wird es auch mal ein Notizbuch und Geschenk für einen Fitzek-Fan. Aber ich bin jetzt nicht als der allergrößte Krimi- und Thriller-Leser bekannt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich habe mal ein Rezensionsexemplar auch für die Arbeit bekommen von Katarzyna Bonda, das ist die polnische Krimi-Queen, kann man sagen, die meistverkaufte polnische Krimi-Autorin. Sie war früher mal Journalistin, hat ein ziemlich interessantes Leben, eine sehr wache und intelligente Frau, wie ich finde. Das ist das Rezensionsexemplar. Das Buch ist jetzt gerade erschienen. Ich habe auch schon reingelesen und das hat mir sehr gut gefallen und werde ich jetzt auch komplett lesen. Das hier habe ich aus einem offenen Bücherschrank rausgefischt. Um ehrlich zu sein, habe ich gar keine Ahnung genau, was das ist. Das wurde auf jeden Fall aber von der Stiftung Buchkunst beim internationalen Wettbewerb ausgezeichnet. Da sind englische, polnischsprachige, tschechischsprachige Texte drin. Das ist absolut crazy illustriert. Das ist so ein Buch wie ein Museumsbesuch irgendwie. Ich habe keine Ahnung, ob es hier überhaupt eine thematische Klammer gibt. Auf jeden Fall ist es irre schön gestaltet und so eine Fundgrube, ja, oder irgendwie so eine Art
Wunderkammer, wo man einfach mal so ein bisschen stöbern kann. Mitgenommen habe ich das, um letzten Endes mein katastrophales Polnisch wieder ein bisschen aufzupolieren. Ich liebe ja Notizbücher und deswegen habe ich mich über dieses Geschenk besonders gefreut. Das ist von Nuna. Nuna ist hier in Frankfurt eine Company, die eben Notizbücher herstellen, sowohl für Industriekunden als auch für Endkunden. Und das hier ist dazu gedacht, dass man für diejenigen, die so ein bisschen Angst vor dem weißen Papier haben, sind das bunte Seiten. Ziemlich cool. Und das habe ich dann mir selbst geschenkt. Das ist handgemacht und handgebunden. Und das Außen, die Außenhülle, das sind so alte Reklamen. Ist ein Buchdeckel von einem alten Reklambuch aus dem 19. Jahrhundert. Ich nehme solche Dinge manchmal mit, um die zu verschenken. Sachen, die mir so gut gefallen, dass ich sie am liebsten selbst behalten will, versuche ich auch öfter mal zu verschenken. Ich habe ja mittlerweile schon eine erkleckliche Sammlung an Büchern zu Georgien. Dieses Buch hat mir ein Freund geschenkt. Ich habe selbst damit geliebäugelt. Ich habe ja schon mal in einem Video gezeigt, dass ich eine andere Märchensammlung aus Georgien habe, wo mehr Titel drin sind. Es gibt aber vom Nord-Süd-Verlag noch diese Ausgabe. Das ist nicht unbedingt alles so kindertauglich. Da sind einige sehr brutale oder total heftige Geschichten drin. Alles so ein bisschen durchgeknallt und irre. Ich freue mich wahnsinnig darauf und muss mal gucken, wie hoch die Dosis von georgischen Märchen ist, die ich so vertragen kann. Von Nerlischen gibt es jetzt einen weiteren Roman in deutscher Sprache, Der Wald. Das hat etwas mit dem Zweiten Weltkrieg, Partisanen zu tun, beziehungsweise nicht den Partisanen kämpfen, sondern mit der Frage, was ist eigentlich mit der Familie dieser Leute. Könnte gut sein oder total kitschig, ich werde es euch erzählen. Das ist auch ein Rezensionsexemplar, da will ich unbedingt mal eine Geschichte zu machen. Das ist der zweite Teil von Dungeons and Workouts. Die Autoren haben da mittlerweile so eine ganze Produktpalette rumgezimmert. Wer das nicht kennt, das ist aufgezogen wie ein Rollenspiel. Nur anstatt hier nur Rollenspiel zu machen, muss die Gruppe dann, also nicht die Spielfiguren, sondern die Spieler müssen dann nämlich selbst irgendwelche Sportübungen erledigen. Ich könnte mir vorstellen, dass das in der Gruppe total witzig ist. Wenn man die Leute hat, die bereit sind, sowas mitzumachen, ist das mal bestimmt super komisch. Könnte geil sein, könnte witzig sein, könnte auch total blöd sein. Interessant ist es auf jeden Fall und hoffentlich gibt es dazu auch in absehbarer Zeit mehr. Das war im Schwanzgalopp mal so die Bücher, die in der letzten Zeit bei mir eingezogen sind, die ich hier noch nicht vorgestellt habe oder noch nicht gelesen habe. Demnächst gibt es hoffentlich mehr mit meinem ersten Autoren-Special. Das habe ich in Planung und will das gerade noch vorbereiten. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Sagt mir eure Meinung zu diesen Büchern. Was würde euch am meisten davon interessieren? Worauf hättet ihr Bock? Was würdet ihr lesen? Was geht gar nicht? Schreibt es in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Ciao.